Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. Wir haben das letzte Mal hier schön die Barrikade durchbrochen. Die wollten 1000 Gold von uns, hallo? Haben dann einen komischen Zombie besiegt und dann sind wir hier in die geheime Untergrundbasis der Shinare auf so einer Insel eingebrochen. Alles easy, mit diesem neuen wunderbaren Rampdeck. Jetzt kämpfen wir uns hier weiter durch. Hier kommen, glaube ich, auch Zombies, ja? Ah, okay. No, we're not betray the Ardent Alliance. Beim letzten Mal war es, glaube ich, ein Mensch. Wir retten diesmal den. Oder unterstützen ihn. Einfach mal schauen, was passiert. Ravenous Zombie. Ja, die sind nicht so schlimm. Okay. Schauen wir mal, ob wir den Nekrotik jetzt als Verbündeten irgendwie haben oder irgendeinen Effekt, der uns hilft. Oder vielleicht ein Gespräch danach, wenn wir ihn retten. Oh. Zwei Zombies. Ah, oh ja. Wir haben den Nekrotik als Blocker. Das ist doch nicht schlecht. Und wir haben den Ankylosaurus im zweiten Zug auf dem Feld. Der macht den anderen Zombie tot. Gut. Der Nekrotik hat seinen Dienst schon erfüllt. Halt! Achso, ja, ich kann es noch nicht ausspielen. Weil ich habe zwar eine entzündende Battle, ja, der ist schon wieder weg. Der ist jetzt schon komplett weg. Oh, halt, der hat noch volle Ressourcen, der kann da was Hässliches machen. Genau, die permanente Ressource. Die wäre zwar ganz nice, aber ich kann erst rampen. Und das mache ich auch. Ein Shard wurde abgelegt. Das ist ja so ein wunderbarer Effekt. So, dieser Zombie verschwindet jetzt. Dann kann der andere nämlich nicht angreifen. Und ja, Gutes. Erstmal Gutes. Halt, Moment. What a random non-zombie in a crypt. If you do exhaust this. Ach, non-zombie. Na, das macht natürlich Sinn. So, jetzt können wir aber mal blocken. Deswegen will ich normalerweise nicht blocken. Wegen diesen hässlichen Tricks. Stimmt, mit dem habe ich ja schon einen gekillt. Ja. Nächste Runde kommt das Zoom ins Spiel. Das ist nicht schlecht. Ich kann da... ich kann ihn nicht stark machen. Ich kann ihm bloß Verteidigung geben. Deswegen holen wir uns einfach eine Trained Troop. Und greifen an. Der Zombie-Mob wird gleich gegen eine unaufhaltbare Uzume antreten müssen. Terrible Transfer? Ja, macht nix. Dies war... Du hättest jemanden killen können. Das ist dir schon klar, nicht wahr? Naja, gut. Uzume, ins Spiel mit dir. Na, jetzt fehlt mir mal Rot, aber... Ihr seht, Rot ist nicht wirklich notwendig in diesem Deck. Um zu gewinnen. Grün ist wichtig. Rot ist so optional. Die Womage Hydra wäre schon längst... Na, die könnte jetzt schon mittlerweile... Ja, die wäre schon draußen. Mit großer Sicherheit. Nee, blocke ich nicht. Interessiert mich nicht. Das ist doch nice. Dreamstack? Brauche ich Dreamstack? Das Katapult. Oder ich mache ihn stärker. Das ist auch eine Option. Ja, ich mache dich stärker und Life Gain da drauf und ja, spielen. Dreamshack. Okay. Bumm. Bumm. Oh. Verflucht. Der Todesberührung gehabt? Ach, Liesel hat er gehabt.
Ja, das war etwas, was ich vergessen hatte. Naja, nicht so schlimm. Kein Weltuntergang. Nicht unbedingt. Wir greifen einfach mit einem an. Der blockt nicht mal. Dadurch kriege ich durch den Dreamstack eine nützliche Ressource, die ich direkt ausspielen kann, um noch einen Adapter... Was kannst du nochmal? Nein, das will ich nicht. Um noch einen Adaptatron auszuspielen. Schön. Ja, greife an. Du hast noch 6 Leben. Easy. Schau dich das an. Verflucht, ich habe eine Hand voller... Egal. Angriff mit allen, wir haben gewonnen. Oh shit, dich habe ich vergessen. Egal, wir haben trotzdem gewonnen. Ich habe noch am Ende des letzten Mals bei der Deckbesprechung noch extra gesagt... Es kam eigentlich noch nie vor, dass Rot nicht da war. Dass das rote Schal fehlte. Muss ich auch zugeben, das ist eine Besonderheit gewesen jetzt gerade. Please me to say, oh, thank you. Leave before I change my mind. Necrotic Enforcer. Oh, wir haben Freundschaft geschlossen, vielleicht? Nein. Now Angel Blasphemy Alive, Brute Creeper. Du bist auch neu, oder? Du bist auch eine andere. Ich glaube nicht, dass du gegen die Shinare gekämpft hast. Bei den Shinare war da ein anderer Gegner. Das finde ich cool. Anfangs dachte ich, ja, das ist das Größte oder das Einzige, vielleicht noch hier ein Dialog oder so. Aber nee, die Gegner ändern sich. Es gibt viele verschiedene Gegner, die anders sind. This comment Spider Spawn, put it into play. Also Spider Spawn. This turn, wichtig. Hässlich. Aber nur für den Angriff für die gedacht. Lethal. Nervig. Ich will auch Lethal. Und First Strike. Ich will Killipede. Hat jemand von euch 4 Killipedes übrig? Und Vampirkönige? Nur so rein theoretisch. Each turn a troop gets Rage Run and must attack. Ja, jetzt habe ich Rot. Jetzt brauche ich aber kein Rot. Each turn you might get a Seed Pot. Das hört sich schon gut an. Ich oder auch der Gegner. Schön, 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 schön. Ah, perfekt. Ankylosaurus, Round 2. Und der Gegner hat dann gerade mal einen Zug gehabt, wenn der rauskommt. Wie viel kostet das? 2. Aber das kann er ja bloß spielen, wenn er dran ist. Und jetzt wirft er erstmal eine Karte ab. Und hat schon mal 15 Leben. Sieht ja lecker aus. Ja, das wäre garstig gewesen. Das hätte den Ankylosaurus kaputt machen können. Aber dann habe ich noch eine Adaptatron zur Not. Twisted Fate. When you draw a card, bury the top card of each position. Okay. Das sehe ich gern. Die darf gerne Rage bekommen. Na doch. Spielen wir das hier, damit ich den Adaptatron ausspielen kann und gleich schnell machen kann. Und noch dazu dem Life Drain geben kann. Ja. Ja. Dieser Brute Creeper wird richtig überrannt. Ja, komm. Oh. Shit. Und schon ist meine ganze Party zu Ende. Egal. Ich habe neue Dinge auf Lager. Ich bräuchte noch eine Ressource, oder? Ich bräuchte noch eine Ressource. Wenigstens Rage. Das Rage 1 kannst du gerne behalten. Das Master Attack muss nicht unbedingt sein. Wobei, das würde mich auch nicht unbedingt stören. Hässlich. Das können wir zum Glück mit mehreren Möglichkeiten schaffen. Abzuwehren. Halt. Blazer Card. Das hätte ich okay eher lesen sollen.
Place a card. Will ich eigentlich nicht. Puh. Ach, das war der Effekt von seiner Karte, das er gemacht hat. Oh, das spiele ich jetzt. Weil dann bin ich garantiert im nächsten Zug dran und kann eins dieser... Na, wahrscheinlich das Warbot Dropship spielen. Ja, wenn er halt sowas wie Kill spielt, dann mache ich... Ich brauche das gar nicht. Dann wollte ich gerade sagen, dann mache ich halt mit Artefakten die Party. Aber, naja. Nicht notwendig. So ein ähnliches Deck will ich dann auch spielen. Mit den Wenn. Mit dem Wenn-Magier. Bloß besser. Viel besser. Zu dem Zeitpunkt, wo der gestorben ist, müssten schon hunderte Spinnen auf dem Deck sein. Ja, auf dem Spielbrett. I glob of purple blood before collapsing to muck. Jo, verrotte. So, painting. Certain death. Hier ist Paradise. Immer noch Paradise. Oh, halt. Hier ist erstmal das. Das gehen wir als erstes. Und dann gehen wir wieder ins... Was brauche ich hier noch? 6, 4, 4. Nichts. Was ist denn da am ehesten spielbar? Der? Kann man bestimmt ein Deck damit bauen. Gibt ja einige solche Karten. Oder bei Kojoten passt es gut rein. So, jetzt gehen wir jetzt aber ins Paradies mit den Pflanzen. Mal schauen. Sind die auch gegen mich feindlich? Same. Continue. Sing a word over and over. Pain, pain, pain. Okay, wollen mich immer noch töten. Hätte ja sein können, dass sie gegen Elfen gegenüber freundlicher sind. Weil Elfen, Naturfreunde und so. Aber nein. Deswegen gab's heute zum Mittag Spinat. Weil Pflanzen bösartig sind. Die müssen zerhäckselt werden und lecker als Spinat zubereitet werden. Blanker Terror ist in der Pflanzenwelt ausgebrochen, als er das sagte. Aber Pech. Okay, das ist mal so ein Fall, wo ich wahrscheinlich die Wormwood Hydra als erstes ausspielen werde. Ich habe nichts, wo ich gerade das Ramp benötige. Der Gegner hat nichts. Also ich habe angefangen. Das ist ein besonderes guter Punkt noch zusätzlich. Das bedeutet, sie wird wahrscheinlich von allem, was der Gegner macht, profitieren können. Rein theoretisch könnte ich den ausspielen, aber der Ramp würde nichts bringen. Ich habe also diese Beschleunigung würde nichts bringen. So. Ein Tunnel 1. Das ist wiederum blöd. Eine Fähigkeit einsetzen, das ist... Naja. So, deswegen finde ich diese Fähigkeit ziemlich gut. Selbst wenn ich bloß Ramp auf der Hand habe, habe ich eine Chance, etwas Gutes zu ziehen, indem ich diese Fähigkeit einsetze. Und naja, es ist zwar nichts Perfektes, aber es ist auch nichts Schlechtes, was ich gezogen habe. Ich brauche zwar bloß ein rotes, aber ich habe gerne so eine Balance. Wenn ich nicht noch mehr Grün brauche, dann nehme ich gerne was anderes. So, natürlich ist die schlecht, wenn der Gegner nichts spielt. Aber wenn der Gegner nichts spielt, dann ist es egal, ob die im Untergrund ist. Dann brauche ich die eigentlich gar nicht. Oder? Was meint ihr? Hast du nicht beim letzten Mal was anderes gespielt als diese Plant Garden? Ich glaube, da hattest du andere Sachen. Hattest du dann Seed Pots überall? Trainierte Uzume. Ach ja, und durch den auch noch gestärkt. Siehst du, ich habe ja gesagt, ich achte da überhaupt nicht drauf. Eigentlich könnte ich jetzt zuschlagen. Ich mache jetzt schon 3 Schaden. Einfach nur wegen des Schadenswillens. Und... Ach ja, oh, ich hätte im nächsten... Oh, okay, das war jetzt... Spawn, put in a player. Ja, gut. Lästig, aber machbar. So, ich hau dich wieder... Du bist auf Tunnel 6. Ja, das ist einmal einer der wenigen Ggegner, die gut sind gegen die Wormatyra. Weil die nichts spielen, aber... Ändert nichts an der Tatsache. Ich habe Ressourcen.
Der spielt ja wirklich gar nichts. Ich glaube, der hat gar keine anderen Karten. Außer Ressourcen und hier seine Fähigkeiten. Okay. Paradies besiegt. Paradies besiegt. Wunderbar. Herrlich. So, schön. Ein kühles Haus. Gern gesehen. Habe ich zwar schon viermal, aber gerne wieder. Ja, dann würde ich mal sagen, ist es zwar ein kürzerer Part, aber beim nächsten Mal werden wir in den Dungeon einsteigen und schauen, wie wir uns dort schlagen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist mit den Dungeons, also bei den Shinare war mal ein bisschen sicherer. Also mit so 5 Dungeon Life oder wenn man es darauf anlegt, auch 6 Dungeon Lives, ist es schon deutlich sicherer, in so einem Dungeon unterwegs zu sein, als mit nur 3 Leben. Aber trotzdem, schaffen wir schon irgendwie. Schauen wir es mal beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.